Zurzeit wird wieder viel über Atomkraft diskutiert. Das liegt unter anderem daran, dass die EU plant, diese Energieform als nachhaltig einzustufen. Arnoush Wilhelms von der Société Générale. Was bedeutet das eigentlich für Anleger? Ja, so grundsätzlich geht es ja darum, dass die Finanzierung von solchen Projekten einfacher möglich ist, wenn eine Anlage oder eine Klasse als nachhaltig oder grün klassifiziert wird. Das bedeutet also, dass natürlich sich dann davon versprochen wird, die Investitionen sind ja vor allen Dingen sehr, sehr hoch in diesem Bereich, dass die Finanzierungen dann einfacher sind. Ist denn damit zu rechnen, dass jetzt tatsächlich auch nachhaltige Anlagen in diese Form fließen werden? Also grundsätzlich gibt es natürlich verschiedene Klassifizierungen, wie nachhaltige Investments klassifiziert werden. Aber es ist natürlich so, wenn die EU die als grün oder nachhaltig oder wie auch immer klassifiziert, dass dann natürlich die Wahrscheinlichkeit steigt, dass auch Gelder dann in diesem Bereich fließen. Also nicht nur die Finanzierung von Projekten, sondern auch die Anlage in solche. Trotz allem, das Thema bleibt umstritten. Das gilt auch für Uran, denn Uran wird ja für die Atomkraft benötigt. Aber auch in Uran kann man ja anlegen. Ganz genau. Also es gibt zum einen den Rohstoff Uran, der wäre theoretisch handelbar, was aber auch möglich ist, ähnlich wie im Bereich Gold und Silber, dass man in die Minenaktien investiert, die eben den Rohstoff fördern. In diesem Fall ist es dann Uran und die sind an der Börse gehandelt, die sind dort notiert und die kann jeder Aktionär sozusagen erwerben oder auch wieder abstoßen. Auch da muss man sich aber bewusst sein, dass es ein sehr umstrittenes Thema ist. Ganz genau. Auch hier handelt es sich im Prinzip um Aktiengesellschaften. Aber natürlich, was die Aktiengesellschaften im Hintergrund machen, darüber muss sich jeder sozusagen, der investiert, erstmal vorab die Frage stellen, ob das für ihn überhaupt in Frage kommt. Wer jetzt sagt, okay, für mich kommt es in Frage, sind denn diese Formen auch ein erfolgreiches Investment? Ja, das weiß man leider immer erst hinterher. Es ist ja so oft, dass man eine gewisse Erwartung hat und ob die dann am Ende eintritt oder nicht, das weiß man dann erst später. Nichtsdestotrotz ist es eine Investmentmöglichkeit, die sich Anlegern grundsätzlich anbietet. Bei Minenaktien muss man immer ein bisschen aufpassen, dass der Preis des Rohstoffs nicht gleichzeitig immer auch einen direkten Einfluss hat auf den Aktienkurs. Also es gibt natürlich einen Zusammenhang, das sieht man ja auch zum Beispiel bei Gold. Wenn der Goldpreis hoch ist, dann sind Minenaktien ja tendenziell auch stehen besser da. Aber es geht natürlich darum, auch um die Förderung und die Verarbeitung von dem Rohstoff. Und natürlich kann es so sein, dass die Mine eventuell auch irgendwann versiegt oder ähnliche andere Dinge. Das Management spielt natürlich noch eine Rolle bei Aktienunternehmen immer. Das heißt also, hier ist es nicht nur der reine Rohstoffpreis, der wichtig ist, sondern viele andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Und das kann natürlich den Preis von den Minenaktien auch durchaus beeinflussen. Wer jetzt nicht in einzelne Minen investieren will, das ist ja dann nochmal besonders schwierig, bleibt für den auch eine Möglichkeit, zum Beispiel in Zertifikate anzulegen? Ja, also jetzt seit kurzem gibt es zum Beispiel ein Indexzertifikat auf einen Uranminenaktienindex. Der wird von Solective berechnet und veröffentlicht. Und in diesem Index sind 15 Unternehmen drin. Das ganz Wichtige ist, es ist ein Indexkonzept. Das heißt also, es findet eine fortlaufende Anpassung statt. Und dort sind die 15 größten Unternehmen aus dem Bereich drin. Das sind vor allen Dingen aus Kanada und aus Australien Unternehmen. Kann man denn sagen, wie sich dieser Index entwickelt hat in der Vergangenheit? Okay, es ist keine Garantie, dass es auch in Zukunft so bleiben wird? Ja, also es ist tatsächlich so, dass es eine Zeit gab, in der es eher schwierig war, wo auch der Uranpreis sich eher schwach entwickelt hat. Aber vor allen Dingen in den letzten 5 Jahren, wenn man da mal schaut, gab es Phasen, in denen der Index doch stark gestiegen wäre, wenn man ihn investiert hätte. Aber es ist natürlich immer wichtig zu verstehen, dass nur weil in der Vergangenheit was gut gelaufen ist, heißt das nicht, dass das auch in der Zukunft der Fall ist. Umgekehrt, was schlecht gelaufen ist, kann auch in der Zukunft vielleicht gut laufen. Ganz genau. Also man sagt zwar an der Börse, es gibt ja die Weisheit, greife nie in ein fallendes Messer. Nichtsdestotrotz, wer das Messer in der Corona-Krise zum Beispiel genutzt hat, im Jahr 2020 im März und ins fallende Messer gegriffen hat, der wurde nicht enttäuscht, weil die Aktienmärkte den Rebound gemacht haben. Aber das ist nicht immer so. Deswegen muss man da vorsichtig sein. Es geht hier darum, Investoren, die die Möglichkeit nutzen möchten, in diesem Bereich zu investieren, erstmal grundsätzlich darüber aufzuklären, dass es diese Möglichkeit gibt. Und die Frage ist natürlich, welche Risiken verbinden sich damit in besonderem Maße, jetzt abgesehen davon, dass es sich um Uranminen handelt? Also grundsätzlich ist es so, man investiert hier in einen Aktienkorb. Das ist schon mal besser, als nur eine Aktie zu kaufen, weil man hat mehr Diversifikation. Man nimmt sich also zum einen das Risiko, dass eine Aktie herausragend ist und die man im Depot mischt. Auf der anderen Seite hat man aber auch nicht das Risiko, dass wenn eine Aktie jetzt schlecht läuft, dass dann gleich das ganze Depot oder die gesamte Position ins Minus läuft. Nichtsdestotrotz ist es eine
sagen wir mal, ein Thema, eine Branche, in die man investiert. Und wenn es der Branche schlecht geht, geht es meistens auch allen Aktienkursen schlecht. Also man hat schon eine gewisse Art von Klumpenrisiko. Es sind auch nur 15 Aktien in dem Index enthalten. Insofern ist das auch nicht eine Riesenauswahl, wie jetzt zum Beispiel beim MSCI World, wo er ja tausende Aktien hat. Hier sind es nur 15. Also es ist schon ein besonderes Risiko, weil man hier in eine direkte Branche investiert, in eine direkte Klasse von Aktien. Und da sollte man sich als Anleger darüber bewusst sein. Aber wenn man sich jetzt die Entwicklung anschaut, weltweit, scheint es ja so zu sein, dass zumindest diese Branche in den nächsten Jahren relativ gut performen wird. Denn überall wird ja auf Atomkraft gesetzt, außerhalb von Deutschland zumindest. Also es ist ein wichtiges Thema. Energie wird immer wichtiger. Wir sehen das ja auch hier, soll ja die Revolution hinweg vom Benzinerauto hin zum Elektroauto kommen. Und natürlich brauchen wir dafür Strom. Und auch hier wird es politisch ja heiß diskutiert, inwieweit man diese Trendwende schafft, um es eben CO2-neutral zu machen. Und da zumindest andere Länder in der EU und auch auf der Welt sagen, dass Atomkraft ein Bestandteil sein kann. Nicht jedes Land, zum Beispiel Deutschland, sagt nein. Und insofern ist es durchaus divers und deswegen muss man hier schauen, dass man als Investor natürlich diese Trends auch weiter verfolgt. Also was wichtig ist, man kann hier vielleicht nicht einmal investieren und für die nächsten 20 Jahre das Depot liegen lassen, sondern man muss hier schon sich aktuell immer informieren. Wäre es ein Fazit zu sagen, dieses Investment nichts für langfristig orientierte Anleger, eher für kurzfristig orientierte? Also nur weil man auf dem Laufenden bleiben muss oder sollte, heißt das ja nicht, dass man nicht auch langfristig investieren kann. Das hängt so von der Erwartung des Anlegers ab. Nichtsdestotrotz ist es so, dass man grundsätzlich seine Investmententscheidung vielleicht mindestens mal einmal im Jahr oder wenn nicht noch häufiger mal überprüfen sollte, weil wir sehen das in vielen anderen Trends auch. Die Welt ist im Wandel und so kann es auch passieren, dass gewisse Themen vielleicht gestern noch en vogue waren und heute schon nicht mehr. Anlegen in Uranaktien, ein interessantes, aber auch sehr umstrittenes Thema. Tschüss, bis zum nächsten Mal.